Herzlich willkommen zu einem weiteren Ora-Zweifer-Battle. Diesmal gegen einen Fuchsgeist. Den genannten Namen Maike. Er hat dabei ein Volona, ein Stalos, ein Pion Kagri, ein Butalanda, ein Glaciola und ein Felinara. Ich habe dabei mein Tabos, mein Jäger, ein Azumarill, mein Cesurio und mein Flampivian. Ich nehme an, dass er mit seinem Dürrevieh leadet. Dann gehe ich für mein Mega Tauros. Kann die Hitzewelle einsetzen. Als es Dürre hat, wenn es keine Dürre hat, hat es Feuerfänger. Dann habe ich ein Problem. Kopf oder ohne einen Kopf? So, es ist. Ich gehe für den Orkan, weil es hat keine Dürre. Das heißt, es hat den Feuerfänger. Wie viel Schaden macht der Orkan? Das reicht nicht, der macht aber über die Hälfte und ich krieg die Verwirrung. Und es haut sich selbst. Ist die Frage, opfert er es jetzt oder wächst es heraus? Er wächst jetzt aus. Was geht er? Er geht in Stalos. Ich nehme an, das ist mega. Und der will die Tarnstelle raushängen. Oder er prediktet jetzt, dass ich auf die Hitzewelle gehe, aber ich bleibe für den Orkan. Ich müsste es outspeeden. Locker. Und Hitzewelle war viel zu riskant, wenn er jetzt in seinen Volona reingegangen wäre, wegen Feuerfänger. Somit ist Stalos down. Und ich habe zum Glück keine Tarnstelle, weil dieses Taubos hat keinen Defog drauf. Es hat statt Defog Ruheort drauf. Zum Hochheil. Was hat er denn noch? Er denkt nach, was kann er gegen meinen Taubos tun? Er ruft Butalanda rein. Gut, er bedroht mich. Aber ich kann immer noch für den Orkan gehen und auf die Verwirrung hoffen. Okay, er ist nicht verwirrt, er geht für die Drachenklaue. Und mein Taubos denkt es. Und Butalanda auch so. Ich glaube, Pion Skagri wäre jetzt gut, es reinzurufen. Es hat den Tiefschlag drauf. Wahrscheinlich. Er geht in Glaciola. Gib mir die Hitzewelle. Ich weiß, dass Glaciola eher für die physische Def sehr defensiv ist, aber die spezielle weiß ich jetzt nicht. Und das reicht nicht. Er geht für den Einstrahler, ja, der müsste ausreichen. Das ist Glaciola. Ja, das reicht aus. Er hat guten Job getan. Mega Taubos. Und jetzt kann ich im Geiste gehen. Nein, Mega hier. Mit anderen Moves. Mit Offensivweste, Konter, Antikraft, Gigasauger und Kraftreserve Eis. Oh, geht in Pion Skagri.
Also ich bekomme den Boost. Es ist Unlichtkäfer, glaube ich. Was ist denn? Ne, ich liebe den Käfer und männlich. Das erste Mal, dass ich nachgucken muss, was effektiv dagegen ist. Es heißt Pion Draghi, okay. Es ist Gift und nicht, okay. Das wird vielleicht auswechseln, wenn es Gift ist. Die Bodenschwäche und ja gut. Wechsle ich aus. Habe ich denn einen Steinmann mit? Ich gehe mein Blue Ranger, weil es ja für die Giftattacke geht. Oh man, that's predicted. Ich kann jetzt den Schmetterling gehen, weil ich gesehen habe, dass der Feuerzahn nicht ausgereicht hat. Und hoffe jetzt nicht, dass ich den Feuerzahn im Birn kriege. Bitte kein Birn. Okay. Der Crit nehme ich natürlich raus. Kriegt einfach Max Damage. Okay, Step-Levels müsste reichen, oder? Und? Reicht. Tschüss, Pion Draghi. Haben wir auch noch eins erstellt? Und Felinara kommt rein. Ich schaffe ihn auch hin. Ich bleib mal drin und gebe den Flavels. Und, oh, es ist wohl ein nicht physisches Investment des Vinara. Ich bin geschalt. Deswegen muss ich mit Flavels gehen. Okay, jetzt kommt sein Bologna rein. Und ich muss jetzt rausgehen. Ich gehe raus mit meinem Trollzwanni. Nein, Azumarill. Oh, wird auf Konfusion schreiben. Wie gibt's? Wasserdüse. Er ruft zurück. Er geht raus in Glaciola. Ich hau mich natürlich selbst. Was möchte er tun? Ich hab's wieder mit Aquajet. Und ich hau mich natürlich wieder. Oh Gott, das geht spitz auf Drop. Okay, ich bin nicht mehr verwirrt. Das müsste aber jetzt ausreichen. Beendet als Zumaral. Eiswasserdüse. Eiswasserdüse. Wasserdüse. Oh Gott. Blöde Anime. Und jetzt kommt wieder dein Rollo da rein. Ich bin da schon stylisch, dass er das ohne Dörre spielt. Der hat die Beere drauf zum Abschwächen der Wasserattacke. Aber durch das Bandit reicht es leider nicht aus, um noch einen Hit zu tanken. GG.
Fuchsgeist. Schöner Kampf. Ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.